Jöran, du hast dich mit einem Buch beschäftigt, mit dem Buch von Robert und Edward Skidelsky, mit dem Titel Wie viel ist genug? Vorweg vielleicht, wer sind die beiden Autoren eigentlich? Robert und Edward Skidelsky sind Vater und Sohn. Besonders Robert Skidelsky kennt man in England. Er ist dort ein sehr bekannter Ökonom, allerdings auch Politiker, der seinen Weg von den Sozialdemokraten zu den Konservativen geführt hat und der so ein klein wenig abseits der klassischen Parteienpolitik steht, aber dessen Stimme dort sehr, sehr viel gehört wird und der besonders dadurch bekannt ist, eine große dreibändige Biografie über John Maynard Keynes geschrieben zu haben. Ein zentraler Abschnitt des Buches befasst sich mit dem Ökonomen John Maynard Keynes und unterstellt diesem einen Irrtum. Was ist damit genau gemeint? Auch wenn beide Anhänger von John Maynard Keynes sind, sagen sie zu ihm, dass er einen großen Fehler begangen hat. Man muss dazu wissen, John Maynard Keynes hat sich mit der Frage beschäftigt, wie viel Wachstum eine Gesellschaft und wann eine Gesellschaft ökonomischen Wachstum braucht, um aus Krisen rauszukommen. Die Skidelskys sind in ihrem Buch der Ansicht, dass John Maynard Keynes ignoriert hat, dass es Bedürfnisse und Begierden gibt. Die Bedürfnisse, also die reinen ökonomen, materiellen Voraussetzungen für ein Leben, auch für ein gutes Leben, sind ihrer Meinung nach, der Skidelskys Meinung nach, endlich. Was Keynes nun vergessen hat, ist, dass Begierden, also die konstruierten, an uns herangetragenen Wünsche, ihrer Idee nach unendlich sind. Und nun ist die Analyse der Skidelskys, dass unsere jetzige Krise nicht mit John Maynard Keynes Worten alleine gelöst werden kann, also durch noch mehr Wachstum gelöst werden kann, weil wir in einer Welt leben, die sich von Wachstum abhängig gemacht hat, den sie daraufhin wieder befriedigt und von diesem Wachstum, um ihn durch industrielle, ökonomische Produktion zu befriedigen, dadurch Arbeitsplätze schaffen kann und dadurch quasi so eine Art Kreislauf entsteht, aus dem wir nicht rauskommen. In dem Buch wird ja kapitalistisches Wachstum anhand der Figur vom Faustus, vom Dr. Faustus, den wir von Goethe her kennen, aber auch aus anderen literarischen Werken, beschrieben. In welcher Weise passiert das und was sagt uns diese Metapher? Ja, das führt die Skidelskys wieder zurück zu Keynes. Sie vergleichen die Figur so ein klein wenig. Keynes hatte ein ambivalentes, gespaltenes Verhältnis zum Kapitalismus. Und hier kommt man, dazu muss man vielleicht den Fauststoff, viele werden ihn aus der Schule, dieses berühmte Zitat noch kennen, die Kraft, die stets das Böse will, doch Gutes schafft. Ähnlich ist es bei den Skidelskys, so analysieren sie, mit Keynes und dem Kapitalismus. Der Kapitalismus ist an und für sich, für die Skidelskys, das, was der faustische Handel mit dem Teufel bei Faust eben ist. Also die Idee, dass man im Pakt mit dem Teufel, mit dem Pakt mit dem Bösen, dann doch am Ende irgendwie Gutes schafft. Und genauso ist es mit dem Wachstum bei den Skidelskys und bei eben John Maynard Keynes. Er meinte, dass der Kapitalismus dann enden würde, wenn man ihn nur auf Volldampf gebracht hätte. Das heißt, wenn man so viel produziert hätte, dass wir alle nun im Wohlstand leben, muss dazu wissen, Keynes hat in einer Zeit gelebt, in der der Wohlstand immer mehr wurde. Und er ging davon aus, dass das irgendwann auf der ganzen Welt so sein wird. Dass wir irgendwann auf der ganzen Welt alle im großen Wohlstand leben. Und der Fehler, der liegt nur darin, dass das ja nicht passiert ist. Dass wir nach wie vor nicht in einer Welt vollständigen Wohlstandes leben. Und dort, wo Wohlstand ist, sind die Menschen trotzdem nicht zufrieden. Und die Frage ist nun diejenige, wie können wir den Irrtum in Keynes Logik schließen? Der Titel fragt ja oder stellt ja die zentrale Frage des Buches, wie viel ist genug? Kurz und knapp, was ist die Antwort der Autoren? Mit dieser Antwort beschäftigen sie sich tatsächlich am Ende sehr, sehr ausführlich. Nachdem sie diesen historischen Abriss gemacht haben, um die Frage nochmal zu kategorisieren, und das ist vielleicht auch das Schöne im Buch, geben sie tatsächlich Antworten hierauf, eine ganze Reihe. Allerdings ist ihr zentraler Gedanke derjenige, das Wort klingt vielleicht ein wenig veraltet, aber sie empfehlen Muße. Sie kritisieren, dass wir in unserer Welt alles durchökonomisiert, alles durchrationalisiert haben, für alles in unserem Leben eine Funktion haben. Und was sie fordern mit der Muße, was sie mit Muße meinen, ist die sinnvolle, sinnlose Tätigkeit. Also die Tätigkeit, die irgendwie nicht in ein ökonomisch rationales Leben integrierbar ist, aber uns trotzdem etwas bringt. Da nennen sie beispielsweise dazu, ein Instrument zu lernen. Klar kann man sagen, auch wenn man ein Instrument lernt, kann man damit später sehr, sehr viel Geld machen. Allerdings, das meinen sie nicht damit. Sie meinen damit, dass wir uns Zeit nehmen, das Leben, ja, so absurd es klingt, aber das Leben zu genießen, auch die Tätigkeiten zu genießen, die wir im Leben haben, die nicht unmittelbar einen Nutzen bringen, die nicht unmittelbar eine Rationalität bringen.
Dann allerdings muss man noch hinzusagen, dass die Skidelskis als Antwort auf ihre Frage auch eine politische Forderung natürlich haben. Und diese politische Forderung ist diejenige, dass wir die Politik wieder mit Fragen der Moral aufladen. Man muss dazu sagen, die Skidelskis sehen den Staat nicht als einen neutralen Akteur, der ein ökonomisches, gesellschaftliches Leben garantieren und ermöglichen sollte. Das tun sie auch. Aber sie sehen ihn auch als eine diskursive Projektionsfläche, auf der ein Staat entscheiden muss, was zu einem guten und richtigen Leben dazugehört und was wir dafür bereit sind, auch gesamtvolkswirtschaftlich auszugeben und was davon wir bereit sind zu stützen. Die Skidelskis meinen, dass dies eine moralische Diskussion ist, die wir auch moralisch führen sollten und dass wir Fragen nach einem guten Leben, auch wenn sie vielleicht unzeitgemäß und esoterisch wirken, nicht aus dem Feld der Politik raushalten sollten. Jörg Klatt, vielen Dank für das Gespräch. Bitte.